Mein Name ist Roger Hilm-Pasedak. Ich bin bei Hermes verantwortlich für den Bereich Strategie, Innovation und CR. Der Robot hat ganz klar aktuell den Vorteil, dass er ohne große infrastrukturelle Rahmenbedingungen getestet werden kann und auch die Genehmigungssituation relativ überschaubar ist, sodass wir schnell die Möglichkeit haben, ein neues urbanes Zustellkonzept damit zu testen. Die genaue Bedeutung des Zustellrobots für die Paketzustellung kennen wir heute auch noch nicht. Das ist genau der Grund, warum wir uns entschieden haben, in einem Pilotprojekt zusammen mit Starship diese neue Technologie zu testen. Ich persönlich freue mich sehr darüber, dass es sehr viele interessierte Städte gibt, die auch schon aktiv auf uns zugekommen sind, um das Projekt zusammen mit uns zu realisieren. Ich bin Daniela Kirchner, ich kümmere mich um das Innovationsmanagement bei Hermes und ich bin verantwortlich für das Kooperationsprojekt mit Starship Technologies. Über 80% der Paketempfänger wünschen sich die Lieferung von Paketen zu ihrer Haustür, sind aber dann meistens tagsüber nicht da und können sich das Paket dann nach Hause bestellen, wenn sie wirklich vor Ort sind. Der Roboter fährt auf Fußwegen, er kann Bordsteine selbstständig bewältigen. Er kann keine Treppen fahren, aber er kann eben normale Hindernisse bis 12, 15 cm problemlos selber meistern. Der Roboter fährt bis zu 6 km pro Stunde schnell. Es gibt kein Sicherheitsrisiko im Straßenverkehr, weil der Roboter nie 100% autonom fährt. Er ist immer überwacht von einem Operator. Wenn jemand ein Paket daraus klauen möchte, dann wäre das der bestbewachteste Diebstahl überhaupt. Der Roboter wird real-time per GPS getrackt. Nur der Kunde kann über einen Link die Klappe des Roboters öffnen und das Paket entnehmen. Delivery robots are making people's everyday lives easier and more convenient. We started realizing this vision exactly 2 years ago, and we now have 25 engineers working on it. During this testing, which has taken place in the United States, United Kingdom, and Estonia, we have found that people really like the robot. They really like to see the robot on the sidewalk. The next phase of realizing this vision of robotic delivery has now started. Starship has partnered with Hermes, who is obviously a leading force in German logistics. And together, we are working to bring this innovation of robotic delivery to German consumers. Der Roboter wird eine Alltagserleichterung für den Kunden bringen. Der Kunde kann bestimmen, wann das Paket geliefert wird durch den Roboter. Zumindest ist das die langfristige Perspektive, auf die wir hinarbeiten.